Hallo, liebe Deutschlernende. Letztens wurde ein Prinzip, das ich sehr mag, sehr gut zusammengefasst. Und dieses Prinzip möchte ich mit euch teilen. Dieses Prinzip wurde folgendermaßen zusammengefasst. Auf Englisch. Prepare, focus, let go. Okay, wir gehen das nacheinander durch. Also prepare, bereite dich vor. Ja, wenn du effektiv etwas erreichen willst, ja, wenn du vorankommen möchtest im Leben, dann ist es wichtig, dass du dich darauf vorbereitest, dass du planst. Ja. Ich mache das so, dass ich mir am Sonntag überlege, was ich in der folgenden Woche alles machen möchte, und ich teile mir die Zeit ein, dass ich alles erreichen kann, was ich erreichen möchte. Ja? Ich habe einen detaillierten Plan, wie ich mit meiner Zeit umgehe, was ich mit meiner Zeit mache. Ja? Also das ist die Vorbereitung. Ja? Das ist Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2, Focus auf Deutsch konzentrieren. Ja? Also konzentriere dich, das ist Schritt Nummer 2. Ja? Sich wirklich, wenn man im Moment ist, ja, zum Beispiel, für dieses Video habe ich Zeit eingeplant, ja, das war die Vorbereitung. Jetzt bin ich bei Schritt Nummer 2, ich konzentriere mich auf dieses Video, ja, ich konzentriere mich darauf, dieses Video für euch zu machen, ja, das ist Schritt Nummer 2, konzentriere dich, ja, sei im Moment, ja, denke nur an das, was du gerade machst. Ja, so kann man wirklich den Kopf frei haben. Ja, das sagt man sehr schön im Deutschen. Den Kopf für etwas frei haben. Und jetzt, dadurch, dass ich mich konzentriere, habe ich den Kopf frei, um dieses Video zu machen. Das ist Schritt Nummer 2. Und Schritt Nummer 3 ist auf Englisch let go. Also auf Deutsch so etwas wie lass los. Lasse es auf sich beruhen, ja, lasse es auf sich beruhen, ja, lass los. Und das heißt, dass man, wenn man eine Tätigkeit gemacht hat, dass man dann nicht mehr so viel daran denkt, dass man sich jetzt keine Sorgen macht, oh, habe ich das jetzt richtig gemacht, habe ich da vielleicht einen Fehler gemacht, und vielleicht macht man sich noch ganz viele Gedanken, oh, vielleicht hätte ich das besser machen können oder das besser, aber das bringt gar nicht so viel, weil man, wenn man wirklich Fehler gemacht hat, dann kann man sie beim nächsten Mal besser machen. Das heißt, wenn dieses Video jetzt nicht so gut war, dann kann ich mir sagen, okay, wie auch immer, ich vergesse das, ich mache es beim nächsten Mal besser. Aber es bringt mir nicht so viel, wenn ich fertig bin mit dem Video, mir noch zu sagen, oh, aber das hätte ich besser machen können und das ist. Nein, ich akzeptiere einfach das Resultat, was ich gemacht habe. Ja? Das heißt, loslassen, ja? Es auf sich beruhen lassen. Nochmal zur Zusammenfassung. Also, bereite dich vor, dann sei im Moment, konzentriere dich und dann lass es auf sich beruhen. Lass los. Ja? Und dieses Prinzip, wirklich diese Strategie zu benutzen, von diese drei Schritte wirklich zu machen, hilft mir enorm im Alltag, mich wirklich auf Dinge zu konzentrieren, mich wirklich im Moment zu sein. Ja? Denn wie ein Motivationsredner so toll gesagt hat, so viele Leute, die sind auf Arbeit, wenn sie mit der Familie sind, und sind mit der Familie, wenn sie auf Arbeit sind. Ja, und damit meint er, dass viele Leute, wenn sie arbeiten, denken sie an die Familie und was sie eigentlich mit der Familie machen können. Und wenn sie aber dann mit der Familie Zeit verbringen, dann denken sie an die Arbeit. Denken sie, ah, ich muss noch das machen auf der Arbeit und das machen auf der Arbeit. Und das ist nicht sehr effektiv, und dann ist man nicht wirklich im Moment, dann ist man nicht wirklich im Leben. Ja, dann erlebt man wirklich das Leben nicht sehr aktiv und nicht sehr bewusst, wenn man immer daran denkt, was man in anderen Bereichen des Lebens machen könnte. Und deswegen finde ich das so wichtig, diese Strategie zu verfolgen. Bereite dich vor, ja, überleg dir, was du machen möchtest,
dann, wenn du in dem Moment bist, wenn du das machst, was du dir vorgenommen hast, konzentriere dich darauf, was du machen wolltest. Und dann Schritt Nummer 3, wenn du fertig bist, lass es auf sich beruhen. Und das werde ich jetzt auch mit diesem Video machen. Ich war im Moment, ich habe so gut wie möglich mich versucht, darauf zu konzentrieren, was ich jetzt im Moment mache. Und auch nur deswegen kann ich frei reden. Denn ich rede ja immer frei. Ich habe kein Skript, was ich runterlese. Ich habe mir keinen Text vorbereitet, sondern ich improvisiere. Und das kann ich nur machen, weil ich im Moment bin. Weil ich mich jetzt wirklich vollkommen auf dieses Video konzentriere. Und deswegen kommen mir die Gedanken automatisch, weil ich im Moment bin. Wenn ich jetzt fertig bin, dann werde ich dieses Video vergessen, bis ich es hochlade natürlich. Aber ich werde mir nicht mehr Gedanken machen, was ich besser machen könnte. Oder höchstens Gedanken machen, was ich besser machen könnte, um es dann in einem nächsten Video besser zu machen. Ich hoffe, das war auch hilfreich für euch. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.